So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge von Life is Strange True Colors. Und ja, wir sind jetzt hier in der City, ja, in Haven Springs in der Innenstadt, Junge. Und wir sollen jetzt zur Apotheke gehen, zu Charlotte, weil sie will noch mit uns sprechen. Oder wir können auch in den Blumenladen gehen, weil wir da Mac wahrscheinlich finden. Aber ich glaube, wir gehen erstmal in die Apotheke. Weil vielleicht ist das gar nicht verkehrt, wenn wir erstmal was machen, was ein bisschen, Ist vielleicht ja. Ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, das machen wir auch. Die hat uns ja auch eine SMS geschickt. Gern. Ich gehe Mittwochabend zum Töpfer. Tut mir echt leid. Es ist ja nicht deine Schuld. Vielleicht. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut, den Tellerpeak zu besteigen. Die Wege bleiben wohl noch eine Weile geschlossen. Jemand ist auf ein paar Tagen in der Schlucht gestorben. Was? Wir sehen uns doch jeden Tag. Wird dir das nicht langsam lästig? Nein. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ach, die beiden waren das, die da am Anfang geredet haben. Stimmt. Das waren doch die beiden, die haben doch da rumgehockt. Kumpel und Kumpeline. Stimmt. Ja, ich musste gerade mal irgendwie wechseln, weil irgendwie hat sich das überschnitten und ich dachte so, ja, keine Ahnung. Die haben darüber geredet, dass da irgendwer gestorben ist. Die haben nämlich über Gabe geredet. Aber anscheinend weiß nicht jeder, wer hier gestorben ist. Ist ja auch vielleicht gar nicht so schlimm für sie. Oder ist auch besser für sie, weil sie dann wahrscheinlich sich nicht da so mit abquälen muss. Wir gehen jetzt mal in die Apotheke. Ist vielleicht ein. Was macht die immer so einen Stress? Oh, sorry. Oh. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Ich kannte ihn nicht gut. Aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Warum habe ich das Gefühl, dass sie was damit zu tun hat? Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann arbeitet sie auch für die Teil von Minengesellschaft. Meinte Ducky doch, oder? Mal gucken. Charlotte? Alex! Hey! Jet meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ich bin okay, ich lenke mich ab. Eigentlich immer zu sagen, ich bin okay, ist auch doof, aber komm. Mir geht's gut. Ich komm schon klar. Manchmal ist das alles, was man tun kann. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ich habe gehört, dass es ihm echt schwerfällt. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Ja, gut. Ich meine, er gibt sich wahrscheinlich ein bisschen die Schuld, ne? Jeder geht anders mit Trauer um. Vielleicht braucht er nur etwas Zeit. Wir haben echt viel durchgemacht. Erst die Scheidung, dann der Umzug. Er hat sich noch nie so verschlossen. Ich dringe nicht zu ihm durch. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Oh, nee, ne? Für eine Abfindungszahlung. Eine
hohe. Alter. Alter, das ist nicht dein Ernst. Allein das schon sagt, dass sie übel Dreck am Stecken haben. Über wie viel reden wir hier? So viel, dass ich Ethan aufs College schicken kann. Scheiße. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Nimm das Geld für Ethan, lehn das Aufgebot ab. Das ist auch wieder so eine Assi-Frage. Auf der einen Seite ja, für Ethan ist gut, aber wer weiß, ob Ethan überhaupt auf das College will. Vielleicht will er auch ganz normal einfach arbeiten. Ich bin ganz ehrlich, wenn die dagegen klagen, wird es teuer. Aber es hat den Vorteil, wenn du beweisen kannst, ne, wenn du es wenn du beweisen kannst, dass das, dass sie verkackt haben, dann müssen die dich wahrscheinlich noch krasser entlohnen. Also würde ich sagen, lehne es ab, weil es auch moralisch echt daneben wäre, das anzunehmen, finde ich. Deshalb lehnen wir das Angebot ab. Du solltest das nicht unterschreiben. Es tut mir leid, ich weiß, es ist hart, aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Ich brauche nur etwas Zeit. Danke, dass du ehrlich bist. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Genau, das mache ich nämlich auch schon die ganze Zeit. Dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Ja, das würde ich auch mal sagen. Machen wir doch. Wenn wir schon mal hier sind. Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Das ist, glaube ich, die beste Voice-Line im ganzen Spiel. Die machen dich auch high. Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Der wird was davon wissen. Es ist doch eine Bong. Ich hatte recht. Ich dachte die ganze Zeit, ist das eine große Pfeife oder ist das irgendwie... Ist doch eine Bong, ich wusste es. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Ja, weil es wahrscheinlich auch selbst gemacht ist. Cooles Logo. Ich wette, das hat Charlotte selbst designt. Kauf dir doch eins. Ich liebe Charlottes Stil. Oh, sieht cool aus. Ich bin jetzt nicht übelst der Kunstfanatiker, aber... Naja. Was zur Hölle? Das ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir gefällt einfach nur der Look. Er ist echt cool. Ja. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Ja, gut, das stimmt. Sortenliste, Sativa, blaue Euphorie. Eine starke Sativa-Sorte, welche die Kreativität anregt. Stairway to Heaven. Ein wohliges, sanftes High mit Snacks rauchen. Indicia oder Indica, keine Ahnung. Vortreffliches Violett, eine spannende Indicia-Sorte, die den ganzen Körper und den Geist entspannt. Sandman oder Sandmann, eine starke CDB-Sorte, die Körper wie Geist entspannt. Hybride, Ether, ein Hybrid mit starkem Sativa-Einfluss, der ein Gleichgewicht aus Konzentration und Wonne wiederherstellt, okay. Intergalaktische Schwingung, okay. Ein Hybrid mit starkem Indicia-Einfluss oder wie auch immer, der Euphorie und Entspannung kombiniert. Okay. Klingt interessant. Stairway to Haven? Gabe's Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Ach, Stairway to Haven. Ach so. Ich habe Stairway to Heaven gelesen wegen dem Lied. Alter, ich dachte gerade so, hä, bin ich doof? Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Man prügelt sich irgendwie durch, ne? Ja, okay.
Es ist ein bisschen viel jetzt gerade. Gott, zieh dir was an. Mary Jane. Mary Jane Magazin, ein neuer Trick für das Anbauen voluminöser Knospen. High und trocken. Wie du feststellst, ob du Wasser, gesättigtes Gras kaufst. Wie lange bleibt THC wirklich im Körper? Welche E-Zigarette ist die richtige für dich? Sieh dir die Kaufempfehlung an. Alter, weißt du, sowas in Deutschland, ne? Da kannst du aber auch von träumen. Das kannst du vergessen. Das hast du einfach keine Chance. Da gucken dich gleich alle böse an. Was? Du willst irgendwie Weed? Was ist los mit dir? Aha. Und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irreleuchtenden Gefühle verantwortlich? Das ist eine gute Frage. Gras. Du kannst dir sogar Gras kaufen. Alter, das... Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. THC-Fruchtgummi? Alter, was ist denn los? Nach allem, was passiert ist, könnte ich davon echt was vertragen. Ist ja anscheinend zugelassen, also tu dir keinen Zwang an. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Marihuana-Tee, Alter! Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Ich finde das so geil. Es ist echt lustig. Ach ja, ist das nicht schön? Das Marihuana-Geschäft. So, ich würde aber sagen, wir haben uns, glaube ich, hier alles soweit angeguckt. Ich glaube, wir gehen einfach mal. Hier ist noch was. Tafel. Und Wasserpfeifen. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Historische Gesellschaft Haven Springs. Quell Feather Sanatorium. Das Quell Feather Sanatorium wurde 1919 gebaut und bis zu einer Schließung 1927 erfolgreich geführt. Unter der Leitung von Dr. Martin Kellogg wurden über 500 Grippe- und Tuberkulose-Patienten behandelt und geheilt. Respekt. Ist doch für die Zeit ganz gut. Meine Drogen nehme ich nur aus Gläsern in Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Junge, was für Wasser... Alter, was für Wasserpfeife, was mit Shisha, Junge? Was für Wasserpfeife, Alter, Digga. Das geht gar nicht, Mann. Voll falsche Bezeichnung, ey. Junge, Shisha, Digga. Wenn Life is Strange in Deutschland produziert werden würde, dann wird das Shisha heißen. Und jeder hier würde Mercedes fahren. Und das würde in Berlin spielen wahrscheinlich. Innenstadt so. Ist das Mac? Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, aber ich will erstmal gucken, was die da labern. Wer ist das alles? Bergarbeiter? Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Kaffee am Morgen, Whisky vorm Schlafengehen. Klappt wunderbar. Da kommt wohl nichts mehr. Wie auch immer, dann, ja. Kaffee am Morgen, Whisky zum Schlafengehen, ja. Bestimmt. Haven Drugs? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los mit dieser Stadt hier? Das ist das... Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Könnten wir auch machen, aber ich glaube, das machen wir nächste Folge. Wir wollen ja auch langsam mal ein bisschen... Was? Mädchen auf der Bank? Diesen Namen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Blumenladen. Weil klar, wir könnten auch in den Plattenladen rein, aber ich glaube, ihr wollt auch mal ein bisschen sehen, wie die Story vorangeht. Deshalb gehen wir mal in den Blumenladen. Ich glaube, so einen Plattenladen können wir dann immer noch reingehen. Ich glaube, das läuft nicht weg. Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich, Alter, dass ich das immer wieder anklicken muss. Ja. Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Ja, ganz toll. Hilft.
Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Hm. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Alzheimer? Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Oh, Alter. Ich glaube, die junge Dame ist ein bisschen vergesslich. Aber das ist auch verständlich in dem Alter. Kann jeden treffen. Finden, wovor sie Angst hat. Sie weiß nicht mehr, was sie machen will. Sie hat's vergessen. Wie versteckt sie das alles? Oh, die Kasse! Oh. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Okay. Ich sag ja, da scheint irgendwas nicht gut zu sein. Mit der jungen Dame. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Wie ich schon dachte. Alzheimer wahrscheinlich. Eieieiei. Es muss so kacke sein, das zu haben. Das muss so kacke sein. Wenn jemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Warum? Das ist deine Tochter. Ach so, die will ja studieren oder so. Ah, dann müssen wir das halt machen. Da findet sich doch schon jemand. Mann, jetzt gib doch nicht alles auf. Hier noch was irgendwie. Oh, die Tür ist offen. Cool, hier kommen wir anfangs nicht rein. Das rausfindet. Das darf nicht passieren. Das ist nicht gut, wenn die sich da so. Das ist. Ich kann es verstehen, aber. Das ist nicht gut. Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Scheiße. Oh, was ist jetzt? Okay. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Das weiß ich auch nicht. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Also da müsste man, glaube ich, zu einer Fachperson gehen, die das... Alter, das ist jetzt echt schwierig. Kann ich mit dir sprechen vielleicht? Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Riley Frage, Schritte zurückverfolgen, anstrengender nachdenken, auf etwas anderes konzentrieren. Riley Fragen, glaube ich nicht, das wollen sie ja nicht, anstrengender nachdenken, das ist sowas von asozial. Auf etwas anderes konzentrieren bringt nichts, also machen wir so. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey, ich möchte helfen.
Was hätte Eleanor zuerst gemacht? Was sie zuerst gemacht hätte? Oh Gott! Seekass. Ach du Scheiße, ist das gut gemacht. Warte. Als erstes haben wir hier nicht so ein... Gibt es doch irgendwo einen Hinweis? Ich muss doch irgendwo einen Hinweis geben. Als erstes. Ich weiß nicht. Goddammit. Hier muss doch irgendwo ein Hinweis liegen, was sie zuerst gemacht hat. Oder hätte, oder wie auch immer. Das Telefon. Boah, scheiße. Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Och, Mann. Jetzt muss ich raten. Ich glaube, als erstes die Kasse, oder? Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das hätte ich gestern Abend gemacht. Hä? Wo sie hier reinkam? Sie hat die Blume da... Sie hat an der Blume da rumgefummelt. Was erzählt sie denn? Okay, hier ist nichts. Also müssen wir raten. Sind diese Blumen von heute? Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Oh, Alter, zum Glück ist das nicht so nach einer Reihenfolge oder so, sonst wäre ich jetzt echt am Arsch. Ich dachte, ich hätte irgendwas übersehen. Hat vielleicht jemand angerufen? Kann ich nicht genau sagen. War vielleicht irgendwas mit Riley? Ich weiß es nicht. Da muss hier noch irgendwas rumstehen. Aber was? Als erstes. Da muss hier noch irgendwas sein. Ach, natürlich. Erstmal den Laden öffnen. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Genau, die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, sie hat gesagt die Post. Dann hat sie irgendwas anderes gemacht. Irgendwas hat sie abgelenkt. Wenn sie was ablenkt, dann muss es ja was sein, wo sie schnell hin muss. Also wird wahrscheinlich das Telefon geklingelt haben. Sonst hätte sie da wahrscheinlich nicht mit aufgehört. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Von Riley bestimmt. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Von Riley. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Da müssen wir mal gucken. Vielleicht ist irgendwo Telefon, hatten wir schon. Dann... Die Kasse hatten wir schon. Da ist was dran, wahrscheinlich das hier. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ich dachte ich mir schon. Per Scheck bezahlt, genau, stimmt. Das wird ich sein. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Riley? Würde ich sagen. Wer sie bestellt hat. In der Kasse steht das da drin? Wir haben ja sonst nichts mehr, ne? Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan,
$89.00, Alter, das ist teuer. Für Blumen, ey. Die Lilien sind wohl für Jet. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jet. Ich wusste, du findest das raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. No. Jet plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh. Sie kann sich nicht erinnern. Scheiße. Oh Gott. Ihnen Schmerz ersparen, ihr vom Gabe erzählen. Alter Spiel. Also, ich sag mal so. Ihren Schmerz ersparen. Auf der einen Seite ja, das würde sie wahrscheinlich noch mehr aus der Bahn werfen, wenn wir es ihr sagen. Auf der anderen Seite wird früher oder später irgendwer anders ihr das erzählen. Die Frage ist, ob sie es wieder vergessen wird, ne? Ich glaube, wir erzählen es ihr, weil vielleicht vergisst sie es, vielleicht aber auch nicht. Aber früher oder später wird sie es so oder so erfahren von irgendwem, also erzählen wir es ihr. Und dann mal gucken. Die waren für Gabes Trauerfeier. Trauerfeier? Gabes Trauerfeier. Ich war nicht da. Entschuldige mich. Das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Alter. Jetzt fühle ich mich schlecht. Erstmal eine Fußmatte angucken. Okay. Wie random war das jetzt? Hat gerade voll zur Situation gepasst. Mein Gott. Ich weiß, sie leidet sehr. Aber ich konnte sie einfach nicht anlügen. Nein, das wäre auch nicht gut gewesen, glaube ich. Okay. Rily ist ganz offiziell krass. Ja, sieht cool aus. Ja, ich weiß nicht. Oh, das ist jetzt echt ein bisschen übel. Wir können die Post angucken. Ich hoffe, es ist was Gutes. Krankenhaus? Oh. Ich glaube, heute macht sie das besser nicht mehr auf. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war ziemlich aufbrausend. Was heißt aufbrausend? Können wir überhaupt schon gehen? Wir können gehen, okay. Nicht, dass ich hier noch hätte was machen müssen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge von Life is Strange Two Colors. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. War nicht ohne. Es war schon ein bisschen, es ging mir jetzt schon ein bisschen nah, ne? Weil das war jetzt echt irgendwie arschig, aber irgendwie muss es ja auch sein. Aber schreibt ihr ruhig mal in die Kommentare, wie ihr entschieden hättet. Würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten, Freunde, danke euch ganz krass fürs Einschalten. Wir sehen uns zur nächsten Folge und haut rein. Musik